In einem Schacht wird an einer Fernwärme-Heißdampfleitung eine Wickschweißnaht erstellt. Wie ihr hier in diesem Video sehen könnt, ist nicht viel Platz. Der Wickschweißer hat natürlich nicht gerade viel Chancen, um präzise und exakt die Naht erstellen zu können. Das Ganze ist natürlich verbunden mit Erfahrungen und, wie schön zu sehen ist, auch mit athletischen Übungen. Das muss natürlich vorher genauestens überlegt werden, wo und wie die Schweißnaht erstellt wird. Links und rechts wurden die Isolierung weiträumig entfernt, so dass man einigermaßen vernünftig Bewegungsfreiheiten hat. Wie hier schön zu sehen ist, wird auch mit viel Schweißluft gearbeitet, um den Schweißdraht von innen in den Wurzelbereich führen zu können. Und die Leitung, die drunter zu sehen ist, ist natürlich auf der einen Seite hinderlich und auf der anderen Seite hilfreich für den Überkopfbereich und senkrechten Bereich in Richtung Wand. Zwischen Wand und Rohrleitung und zwischen Decke und Rohrleitung ist nicht viel Platz. Hier wird die Ledermaske angewendet zum Schweißen und wie hier schön zu sehen ist, ist natürlich wirklich der Platz recht eng. Kleines Wickschweißbrennersystem hilft natürlich und natürlich auch die Erfahrung des Schweißers, um eben solche Wickschweißnähte erstellen zu können. Das ist natürlich im Kraftwerksbau und im Chemieanlagenbau gang und gäbe und in der Fernwärme bei Hausanschlüssen oder eben auch bei solchen Schachtschweißarbeiten üblich. Da gehört natürlich viel Erfahrung zu, hohe Konzentration, gerade bei diesen körperlichen Anstrengungen, wo man wirklich genauestens überlegen muss, an welcher Position, wo man eben den Wickschweißbrenner ansetzt, wie man das Sichtfeld am besten gestaltet, wie man den Wickschweißbrenner führt und den Schweißdraht führt. Hier in der waagerechten Position, wie zu sehen ist, kann man den Wickschweißbrenner und den Schweißdraht auch leicht fallen führen. Muss natürlich gekonnt sein, gehört Erfahrung und Übung zu, um das Ganze umzusetzen und zu realisieren. Auf der Seite kann man gut sehen, wie vom Überkopfbereich dann in den senkrechten Bereich und in den waagerechten Bereich geschweißt wird. Herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video, für die Abos hier auf dem Wickschweißer-Rohrschweißer YouTube-Kanal. Weitere Infos unter dem Video. Ihr findet hier natürlich auf dem Kanal noch etliche Informationen zum Thema Pendeltechnik und Schweißerübungen aus der Praxis für euch zum Lernen und Trainieren.